Also als Kind bin ich sehr häufig mit meinem Vater bei Flugtagen gewesen und habe mich da schon immer so fasziniert vor die Flieger hingestellt und habe so eine Idee gehabt, die ist aber dann komplett verschwunden und ist eigentlich erst wieder aufgetaucht im alten, zarten Alter von 35 Jahren, als ich mit dem Fallschirmspringen begonnen habe. Und beim Fallschirmspringen ist es so, man lässt sich mit dem Flugzeug auf 4000 Meter bringen und ich habe etliche Stunden, 10 Jahre lang, in irgendwelchen Flugzeugen gesessen und habe den Piloten zugeguckt, wie die das machen. Und irgendwann wollte ich einfach wissen, wie das geht und es selbst ausprobieren. Ich wollte selbst ein Flugzeug fliegen und habe dann 1996 meine Privatpilotenlizenz gemacht und fliege seitdem seit 20 Jahren und habe sehr viel Spaß dabei. Ja gut, die dritte Dimension habe ich ja schon übers Fallschirmspringen erlebt, aber es geht halt immer nur vertikal nach unten. Und beim Fliegen ist es so, dass man auch Strecken zurücklegen kann, dass man die Welt aus einer anderen Dimension entdecken kann und dass Europa plötzlich verdammt klein wird, auch mit so kleinen Flugzeugen. Fliegen lernen ist kein Hexenwerk. Das kann im Prinzip jeder erlernen, der Lust und Laune dazu hat, der auch das Geld dazu hat natürlich. Und man braucht dazu viel Zeit, weil es ja wetterabhängig ist. Und ja, man muss einfach Spaß daran haben. Mein schönstes Flugerlebnis kann ich ziemlich gut schildern. Das war ein Flug mit einem guten Freund nach Korsika. Eine Strecke, die über die Alpen führte, über Grenoble, über Cannes, dann übers Wasser nach Korsika rüber. Die ganze Küste von Korsika im Osten entlang bis nach Bonifacio. Und dann zurück die andere Westküste entlang über Bastia, die Insel Elba, noch ein Abstecher nach Venedig. Und dann wieder über die Alpen zurück. Und das war für mich eines der größten Erlebnisse. Das zweitgrößte waren 3 Wochen in Florida, in den Südstaaten bis nach Key West runter. Angst vorm Fliegen hat eigentlich jeder Pilot irgendwann, jeder, der fliegen lernt oder fliegt. Und die Angst kommt auch immer wieder. Das hat damit zu tun, dass es immer neue Situationen gibt, dass das Fliegen jeden Tag neu ist. Und zum anderen finde ich es auch gut, ab und zu Angst zu haben, weil man dann im Kopf dabei bleibt und das Ganze sehr sachlich und sehr nüchtern betreibt. Denn Fliegen ist nicht wie Autofahren, dass man mal eben rechts ranfahren kann, sondern Fliegen muss man mit Leib und Seele und Fliegen muss man beherrschen können. Und man muss auch beurteilen können. Ein besonderes Gefühl gibt es beim Fliegen natürlich. Das ist vor allem die dritte Dimension, aber auch sehr viel Glück dabei, etwas zu tun, was andere nicht tun können. Etwas zu erleben, was ganz Neues ist, was nichts mit den anderen Dingen im Leben zu tun hat. Man fühlt sich so ein bisschen von der Welt entrückt, über den Dingen schwebend. Ich bin jetzt im zarten Alter von 64 Jahren und werde bald mehr Zeit haben und dann auch mehr Zeit beim Fliegen verbringen. Ich habe in Europa schon sehr viel gesehen, habe aber noch etliche Ziele, die ich bisher noch nicht erlebt habe, beispielsweise bis Sizilien runter zu fliegen. Oder vielleicht auch mal mit Profis über den großen Teich zu fliegen. Ja, als Kunstflieger wäre ich, glaube ich, nicht geeignet. Ich halte es zwar prima aus, aber ich habe Spaß daran, einfach Strecken zu fliegen und die Erde von oben zu erleben und auch von A nach B zu fliegen. Wenn man weiß, dass man von hier aus meinetwegen in 2 Stunden an der Ostsee ist oder in 2 Stunden an der Nordsee oder in 2 Stunden in Italien, dann wird die Welt sehr klein und das möchte ich gerne erleben.